Hallo, werter Herr, wollen Sie etwa Ihre Waffe bei mir stärken? Warum nicht? Besitzt 0 Chromschwertler. Pro Waffe kostet das 400 Geldscheine. Hier bitte, ich hoffe, es ist zu Ihrer Zufriedenheit. Oh, cool, ist stärker. Also, ich hab die alten Schwerter verkauft. Verbessert? Nein, mein Gamepad fängt wieder an zu spinnen. Langsam will das Ding nun ein Eigenleben entwickeln. Ganz raus, ja. Ich gucke aber nochmal am Waffenladen vorbei. Hallo, junger Mann, so ganz alleine hier? Hat dich meine Tochter etwa versetzt? Nein. Schon gut, was willst du denn? Chromschwert habe ich schon. Kleine Hellebarde, Dreiflügler. Ja, ich hab kein Geld mehr. Eldo-Schwert, Bohrschwert, Kinomo, Kimono, Bandagen, Sprintschuhe, Stirnband, Eisenschild. Das ist das Einzige, was ich mir noch für da leisten kann. Ansonsten bräuchte ich eigentlich nichts. Der AP, was ist die Wert? Nix. Okay. Dann gehe ich mal ins Gasthaus. Willst du hier übernachten? Was spricht dagegen? Natürlich nichts. Ich hatte nur schon lange nicht mehr so gut aussehenden Besuch. Verarsch mich nicht und gib mir endlich ein Zimmer. Natürlich. Nee. Freche Hotelbesitzer. Diese Menschen. Warum sehe ich immer wieder diese Menschen? Wieso sehe ich sie immer wieder sterben? Es sollte mir doch gleichgültig sein. Ich habe nicht Schuld an ihrem Tod. Und wieder mal Final Fantasy 7 Musik. Den haben sie selbst zu verantworten, nicht ich. Wieso nur? Wieso gehen sie mir nicht mehr aus dem Kopf? Tatsächlich, dein Informant hatte recht. Hier ist tatsächlich eine Höhle. Und du willst wegen diesem alten Relikt von dessen Existenz selbst die Hohepriester nichts wissen wollen, da rein? Wer spricht denn dann von mir? Wir beide werden da reingehen. Ach, wieso frage ich überhaupt? Na gut, lass uns gehen. Aber versprich dir nicht so viel davon. Womöglich ist es nur eine weitere Höhle mit einer Schar von Erdgeistern, die darauf warten, von uns vernichtet zu werden. Mag sein, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir dieses Mal an der richtigen Stelle suchen. Das höre ich nicht das erste Mal. Und wir hoffen, dass du endlich recht behältst. Oh, wir spielen einen anderen Charakter, Tarjan. Oh, toll, Kalas vom letzten Mal nicht geheilt. Gott sei Dank haben wir die Ausrüstung, die wir eben gekauft haben.
Impuls und Reflex. Nehme ich mir noch die rote Annika hier mit. Jetzt noch eine. Och ne, nicht schon wieder Fledermäuse. Und Glubschaugen, yeah. Die Gitter scheinen zwar alt, aber recht stabil auszusehen. Ich könnte sie mit meinem Schwert wohl kaum zerschlagen. Es muss einen anderen Weg geben, um hindurch zu gelangen. Vor allem, wer macht sich die Mühe, in so eine alte Höhle Gitter einzubauen? Auch nicht hier schon wieder. Ja, hau ab. Weiß ich nicht mehr. Eine weiße Annika. Ja, und dafür muss ich jetzt zwei blaue verballern. Obwohl ein fairer Preis. Ja, und direkt eine Fledermaus reingerannt. Na komm, mach mal dazu. Geht doch. Und ich habe die blauen Anikas zurückbekommen. Dieser Schalter könnte den Mechanismus bei dem vergitterten Eingang lösen. Klemmt irgendwie. Na geht doch. Na komm her, Glubschi. Feuerung, oh wei. Die sind auch schwach. Normal platt. Was? Keiler ist schon wieder tot? Ey, Mädchen, trainier mehr. Furchtbar. Na toll, wir sind in dem Inneren eines Vulkans gelangt. Lass uns so hoffen, dass er gerade nicht vorhat, jetzt auszubrechen. Wir müssen einen Weg über den Navasee suchen. Willst du etwa durchschwimmen? Na, viel Spaß. Wenn es sein muss. Aber das ist gar nicht nötig. Wir springen einfach über diese Felsplatten. Ach, ich habe es befürchtet. Oh, da oben ist eine weiße Annika. Gehen, dass bei dieser jetzt hier überhaupt noch etwas leben kann. Okay, haben wir da... Ja, na, unten muss ich hin. Sieht aus wie eine Riten. Durchgang. Wenn ich mich eng genug an die Wand drücke, sollte ich unschadet an der Lava vorbeikommen. Gehen wir mal hindurch. Hier müssen die Steine irgendwo sein.
Woher willst du das genau wissen? Siehst du die beiden Drachen da hier? Laut meines Informanten sollten sie in der Nähe zweier versteinerter Drachen zu finden sein. Na, wer sagt es denn? Hier sind die ja zwei dieser Schmuckstücke. In den Augenhöhlen? Na, das ist ja nicht unbedingt ein gutes Versteck. Bestimmt werden sie bewacht. Natürlich werden sie nicht unbewacht sein. Ich wette, wenn ich diese beiden Steine aus der Skulptur entferne. Na, wer sagt's denn? Oh ja, geil. Impuls, Furie, Fokus, Tarik. So, lass mal heilen. Autsch, autsch. Oh wei, das ist schlimm. So, weil das sofort mal ein bisschen. Das ist böse. Was machen wir jetzt? Ich kann jetzt erstmal durch. Nein. Daniel. Jawohl. Jetzt halten sie sich nicht schnell. Oh Mann, die Blauen, die gehen so schnell weg. Okay, beide brauchen MP. Ausfallen. AP. Das dann in der. Geht doch. Also so langsam wirst du mir unheimlich. Woher wusstest du denn, dass diese beiden Steine im Drachen lebendig werden? Berufsgeheimnis. Komm schon, lass uns jetzt von hier verschwinden. Ich muss dringend zum Tempelorden. Was für ein seltsamer Traum. Ich denke, ich sollte aufhören, mir so viele Gedanken über meine Vergangenheit zu machen. Schätze, es wird Zeit, nach Harnes aufzubrechen. Und zwar ohne diese Quellgeister. Hier lag ein Holunder. Naja, besser als nix. Schon das Neueste gehört? Wenn nicht, würde ich die Wachjungs draußen mal befragen. Ist immer gut zu wissen, was man so in der Nacht verschläft. Ein Schwert. Gibt es keine neue Rüstung?